Hi zusammen, willkommen bei Camp for Happiness. Freut mich, dass ihr wieder alle mit am Start seid. Ich bin der Patrick und ich stelle euch heute den Hegi Campingplatz vor. Wir sind jetzt hier 3 Tage vor Ort und ich nehme euch mit auf meinem Rundgang hier über den Platz. Der Hegi ist ein 5-Sterne-Campingplatz mit gehobener Ausstattung, eigenem Hallenbad und einem Naturbadesee, also das volle Programm. Der Platz, der befindet sich grob gesagt zwischen Schwarzwald und dem Bodensee in Richtung Schweizer Grenze. Was den Familiencampingplatz so besonders macht und warum hier auch die Kids riesig ihren Spaß haben, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten, also bleibt auf jeden Fall dran. So, dann legen wir direkt los. Hier ist die Einfahrt vom Campingplatz, da gibt es eine Wartezone, da könnt ihr euer Fahrzeug abstellen und dann geht's direkt geradewegs zu auf die Rezeption. Beim Check-in müsst ihr auf jeden Fall euer Kennzeichen eingeben, denn die Schranken, die haben eine automatische Kennzeichenerfassung. Also wenn ihr da an die Haltelinie fahrt und euer Kennzeichen angegeben ist, dann öffnet die Schranke automatisch. Und hier in weiter Ferne sehen wir schon unseren Bulli stehen. Hier befinden wir uns direkt hinter der Einfahrt im Bereich A für die Wohnmobilstellplätze. Insgesamt gibt es 175 Stellplätze mit mindestens jeweils 100 Quadratmeter, einen Stromanschluss mit 16 Ampere, also CEE-Steckdose, sowie Frisch- und Abwasseranschluss. Im vorderen Bereich neben der Rezeption, da befindet sich das Restaurant Campino mit einer richtig schönen und tollen Außenterrasse, viel Grün drumherum und direkt unterhalb liegt der Kinderspielplatz. Also da können die Kinder dann auch alleine mal spielen, während ihr gemütlich auf der Terrasse sitzt. Das Restaurant bietet auch noch einen großen Innenbereich und ich muss sagen, die Pizza, ja, die war der Hammer, die war wirklich mega lecker, also die solltet ihr mal probieren. Direkt neben der Rezeption befinden sich auch 2 große Tafeln, eine Infotafel mit Informationen zum Campingplatz, was wann stattfindet. Und daneben noch in großer Form der Platzplan, den bekommt ihr aber auch in ausgedruckter Form drinnen bei der Rezeption. Hier nochmals ein Blick über die Wohnmobilstellplätze. Wie ihr seht, es gibt teilweise halbschattige Plätze, sonnige Plätze. Also es ist für alle was dabei, aber man muss generell sagen, so richtig Schatten habt ihr hier definitiv nicht. Die Plätze sind großzügig, aber auch relativ offen gestaltet, also ihr habt nur teilweise irgendwelche Abtrennungen bzw. Hecken dazwischen. Jetzt wird es für die Kinder interessant oder für die jung gebliebenen Erwachsenen. Hier könnt ihr solche Tretkarts ausleihen, da geht ihr einfach an die Rezeption, die sind gegen eine kleine Gebühr erhältlich und dann habt ihr die Möglichkeit hier auf dem Platz mit diesen Gefährten rumzupesen. Zudem gibt es 2 Tischtennisplatten und etwas oberhalb versetzt eine Boccia-Bahn oder Boccia-Feld, je nachdem, wie ihr dazu sagen möchtet. Direkt daran anschließend befindet sich die große und wirklich schöne Minigolfanlage. Die ist übrigens kostenlos. Die Schläger, die stehen da in einer Box zur Verfügung. Die könnt ihr da einfach rausnehmen, je nach Größe. Und es gibt einen Automaten, da wirft ihr 2 Euro ein, dann kommt ein Ball raus. Die 2 Euro, die bekommt ihr aber nach dem Spiel wieder zurück oder am Ende eures Aufenthalts. Da gebt ihr den Ball einfach an der Rezeption ab und ihr bekommt die 2 Euro wieder. Hier bei der Zeltwiese Obstgarten in der Nähe, da befindet sich eines der Beachvolleyballfelder. Hier sind wir jetzt beim großen Abenteuerspielplatz und ja, der ist wirklich riesig mit viel Grünflächen dazwischen zum Toben, Rumrennen. Und es gibt hier ein riesiger Sandkasten, verschiedene Klettertürme, Rutschen, eine Seilbahn, ein Bagger, mehrere Schaukeln. Also die Kinder, die werden hier definitiv ihren Spaß haben. Hier auch nochmals ein großer Kletterturm und direkt daneben befindet sich die BMX-Bahn. Das ist so eine Art kleiner Bikepark, da können sich die Kinder mit ihren Mountainbikes austoben. Daneben ist es Adventure Golf angesiedelt, also ein Mix aus Minigolf und echtem Golf. Insgesamt gibt es da 9 Bahnen mit verschiedenen Hindernissen wie Sandbunker, Tunnel oder Bachläufe. Und das Ganze findet auf Kunstrasen statt, also nicht auf Betonbahnen wie beim Minigolf üblich. Hier noch ein kurzer Schwenk über einige Plätze für die Wohnwagen. Wohnmobilstellplätze und Wohnwagen, die sind hier auf dem Platz getrennt. Wenn ihr keinen eigenen Camper habt, dann habt ihr die Möglichkeit, solche Holzhäusle hier auf dem Platz zu mieten. Die sind insgesamt für 4 Personen ausgelegt.
Hier im Hintergrund mit dem grünen Anstrich, da sehen wir eines der insgesamt 4 Sanitärgebäude. Im hinteren Bereich des Platzes gibt es übrigens auch Jahresplätze und Privatobjekte. Hier der zentrale Anlaufpunkt für die Kinder mit einer Außenshowbühne. Hier findet auch die Kinderdisco statt. Direkt nebenan der Innenbereich vom Kids Club. Und da gibt es verschiedenste Angebote für die Kinder. Basteln, Malen, Koboldsuche, Piratenprüfungen haben stattgefunden in der Zeit, als wir da waren. Also da wird einiges geboten für die Kinder zu verschiedenen Uhrzeiten. Da könnt ihr mit euren Kids einfach mal vorbeischauen. Das große weiße Zelt ist das Spielezelt. Da schauen wir gleich mal rein. Auf dem Weg dorthin befindet sich aber eine unparzellierte Zeltwiese. Es gibt hier aber auch reservierbare Zeltparzellen in der Größe von 80 bis 100 Quadratmetern. Jetzt bin ich hier im Spielezelt drin. Da ist anfangs gleich eine Eisbahn. Die ist natürlich nur im Winter in Betrieb. Also da kann man dann wirklich Schlittschuh fahren. Und das Zelt hier ist eigentlich auch gedacht bei schlechtem Wetter. Da können die Kinder dann jederzeit toben und spielen. Das ganze Zelt ist mit einem Softboden, also einem sogenannten Fallschutzboden ausgestattet. Und der dann auch nur mit Socken betreten werden darf. Und da wird einiges geboten. Aufblasbare Spielgeräte, ein Soccerfeld, Elektroautos, Bobbycars, Riesenlego gibt es da. Eine kleine Ecke für Kleinkinder. Und für die Eltern stehen Tische bereit zum Picknicken, Lesen, Entspannen, was auch immer. Zudem gibt es für die Kids noch eine 9 Meter hohe Rutsche. Und also da ist allerlei geboten. Hier ein weiteres Sanitärgebäude, wie ihr seht, im Außenbereich mit Spülmöglichkeiten, Kalt- und Warmwasser. Ja, sogar eine Spülmaschine ist vorhanden. Dann im Innenbereich befinden sich die Waschbecken, die Toiletten und die Duschen. Die Einzelduschen fand ich ausreichend groß mit einem Trockenbereich davor zum Umziehen mit genügend Aufhängemöglichkeiten. Also perfekt. Seife und Toilettenpapier ist übrigens überall vorhanden. Und im zentralen Sanitärgebäude gibt es auch einen Wickelraum und ein behindertengerechtes Bad. Und zudem gibt es hier Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke und Tiefkühler. Und natürlich gibt es auch noch eine Chemietoilette, also das volle Programm. Jetzt bin ich noch schnell in einem anderen Sanitärgebäude, da schauen wir auch noch schnell rein. Farblich etwas anders gestaltet, insgesamt aber alles in schlichtem Weiß gehalten. Einen Design Award gewinnen die Sanitärgebäude nicht, aber sie waren stets sauber und alles war nutzbar. Dafür also ein Daumen nach oben. Und hier in diesem Gebäude sind die Duschen zum Beispiel nicht abschließbar, lediglich mit einem Vorhang. Aber im Gebäude zuvor, das ihr gesehen habt, da sind die Kabinen abschließbar. Noch kurz der Hinweis: auf Wunsch kann man sich auch für die Dauer des Aufenthalts ein eigenes Familienbadezimmer buchen. Jetzt ein Highlight: dieses imposante Gebäude ist das platzeigene Hallenbad. Die Videoaufnahmen hier sind jetzt leider nicht ganz so prickelnd. Ich musste morgens vor Öffnung durch die Scheibe von außen filmen, denn immer als ich in der Nähe vom Hallenbad war und filmen wollte, waren Personen im Wasser. Und ja, es muss ja nicht sein, dass ich Gäste in Badebekleidung ohne deren Wissen hier wieder auf YouTube finden. Es gibt ein großes Schwimmbecken mit einer maximalen Tiefe von 1,35 Meter und das Wasser ist wirklich sehr, sehr gut temperiert. Also hier steht Wellnessbaden an. Zusätzlich gibt es noch einen großen Whirlpool sowie ein Kinderplanschbecken. Integriert ist hier auch ein Wellnessbereich mit Sauna, einem Außenbereich, Dampfbad und einem Ruheraum mit wechselnden Lichtspielen. Zudem gibt es Liegen zum Ausruhen und es können über die Rezeption auch Massagen oder Kosmetikanwendungen gebucht werden. Neben der Rezeption findet ein Brötchenverkauf täglich statt von 8 Uhr bis 10:30 Uhr. Ihr müsst hier aber die Brötchen nicht vorreservieren, sondern einfach morgens hier anstehen. Es gibt aber auch Brötchen jederzeit innen im Shop bei der Rezeption. Da gibt es ansonsten noch weitere Dinge für den täglichen Bedarf. Hier geht es zum platzeigenen Badesee, den Espelsee. Die Anlage, die ist komplett umzäunt und satte 6000 Quadratmeter groß, also eine richtig große Nummer. Es gibt eine eigene riesige Liegewiese zum Entspannen sowie auch Sand für die Kleinen zum Spielen. Zudem zwei Schwimmstege, einer davon mit Rutsche. So gelangt man dann bequem ins Wasser über die Stege.
Und es ist ein Naturbadesee und die Betonung hier wirklich auf Natur. Also hier drin leben Fische, Frösche sowie andere Tiere und auch Wasserpflanzen. Und ja, ganz ehrlich, wir waren von der Wasserqualität etwas enttäuscht. Also dreckig will ich es jetzt nicht unbedingt einordnen, sagen wir einfach mal sehr, sehr naturbelassen. Vielleicht war die Wasserqualität auch nur zu unserer Reisezeit so, aber unsere Kids wollten nicht in den See und auch sonst haben wir niemanden gesehen, der im See gebadet hat. Aber trotzdem insgesamt eine sehr schöne Seeanlage, zumal hat man diese Vorteile ja auch nicht auf jedem Campingplatz. Im Seebereich gibt es dann auch noch ein Beachvolleyballfeld und Fußballtore. In der Nähe vom See gibt es ein Gehege für die Ziegen und Schafe, also ein kleiner Streichelzoo, den man betreten konnte. Die Tiere hier waren sehr zahm und ließen sich streicheln. Über Futterautomaten konnte man Futter erwerben und die Tiere dann sogar füttern. Im Bereich der Zeltwiese befindet sich ein Blockhäusle mit einer daneben gelegenen Grillstelle, zudem ein kleines Häuschen, in dem noch das Holz deponiert ist. Also hier könnt ihr schöne gemeinsame Grillabende verbringen. In direkter Nähe befindet sich ein weiteres kleines Häuschen mit Spülmöglichkeiten und warmem Wasser. Außerhalb der Schranke befindet sich noch eine Station zum Entleeren, die Müllentsorgung sowie zwei Schläuche mit Wasseranschluss. Außerhalb vom Platz gegenüber der Einfahrt befindet sich die Hagee Ranch, ein Ponyhof. Dort kann man Touren mit den Ponys buchen. 3 Tage sind nun fast um und Abbau und auch die Abreise stehen bevor. Wir sind aber rundum zufrieden und sogar entspannt. Das ist das Wichtige. Durch das große Angebot für die Kinder konnten wir als Eltern hier auch entspannen und hatten viele Auszeiten. Denn die Kids, die können sich hier wirklich super beschäftigen. Ganz besonders gefallen hat uns hier auch das Hallenbad. Das ist schon eine tolle Sache, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, dass man dann mit den Kids schwimmen gehen kann. Und ja, die waren rundum zufrieden. Und das Tolle ist einfach, es ist ein Familiencampingplatz. Und dementsprechend ist auch das Angebot für die Familien ausgerichtet. Und das hat uns sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass ich euch einige Eindrücke hier vom Hagee Camping vermitteln konnte. Und wenn ihr noch Fragen habt, so schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, so dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Klickt einfach hier bei YouTube auf den roten Abonnieren-Button. Das ist völlig kostenlos und so verpasst du in Zukunft kein neues Video hier bei Camp for Happiness. Drückt auf jeden Fall auch auf die Glocke daneben, dann erhaltet ihr auch Benachrichtigungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.